In Bewegungs- und Entspannungskursen gibt es immer wieder die Möglichkeit, Schrittfolgen oder komplexe Bewegungen mit dem Handy aufzuzeichnen und sie dann Teilnehmern zum Üben zur Verfügung zu stellen. In diesem Tutorial zeigen wir euch Basics, wie man einfach mit einem Handy eine solche Aufnahme anfertigt. Um mit einem Handy eine solche Sequenz aufzunehmen, braucht ihr eine Halterung für das Handy, um es an einem Stativ festzumachen, und ein einfaches, leichtes Stativ. Die Aufnahme entsteht dann im Querformat. Hierfür sind einige Einstellungen am Handy vorzunehmen. Wir zeigen euch das nun für Android- und iOS-Geräte. Bei Apple-Geräten mit dem Betriebssystem iOS geht ihr in die Einstellungen, wählt den Menüpunkt Fotos und Kamera und stellt unter Kamera, Video aufnehmen, die Auflösung 720p HD 30 Frames per Second ein. Damit nehmt ihr in ausreichender Qualität für ein Videotutorial auf und produziert relativ kleine Dateien, die wenig Speicher verbrauchen, auf eurem Handy und zur Weitergabe gut geeignet sind. Nachdem ihr das Video aufgenommen habt, solltet ihr noch den Anfang und Ende so beschneiden, dass man euch nicht mehr durchs Bild laufen sieht. Hierzu ruft ihr die Fotos-App auf, wählt den Ordner Videos und das entsprechende Video aus und mit dem Symbol in der rechten oberen Ecke mit Strichen und Punkten gelangt ihr in das Menü zum Bearbeiten. An den Pfeilen rechts und links könnt ihr nun den Anfang und das Ende beschneiden und tippt auf Fertig und als neuen Clip sichern. Nun gibt es einige Möglichkeiten, den erstellten Clip vom Handy zu exportieren. Wir empfehlen euch zunächst, den Clip auf euren PC und Mac zu übertragen, um ihn dann in dem Lernmanagementsystem der Volkshochschule zur Verfügung zu stellen. Zunächst steckt ihr euer iOS-Gerät per USB an den Mac an. Falls sich irgendwelche Fenster öffnen, könnt ihr die schließen. Bitte startet von Hand die App Digitale Bilder. Legt als Ordner zum Import Downloads fest, scrollt, bis ihr das entsprechende Video gefunden habt, klickt es einmal an und klickt auf Importieren. Nun ist die Datei im Downloads-Ordner abgelegt und kann weitergegeben werden. Schließt ihr euer iOS-Gerät an einen Windows-PC an, wird es wie eine SD-Karte oder ein USB-Stick behandelt. Ihr könnt im Explorer das entsprechende Video auswählen und auf die Festplatte kopieren. Kommen wir nun zu Videoaufnahmen mit einem Android-Handy. Hierfür ist es wesentlich schwieriger, ein Tutorial zu erstellen, da es sehr viele verschiedene Betriebssystemvarianten auf dem Android-Markt gibt. Ich zeige es hier beispielhaft mit einem Handy von Samsung aus der Galaxy-Reihe. Wir öffnen die Kamera-App und können wieder links oben die Auflösung einstellen. Für Videos benutzen wir 16:9 und es reicht auch hier wieder die kleinere Auflösung. Nun können wir das Video aufzeichnen. Nach der Aufnahme öffnet man die Galerie. Wählt das Video aus, geht in den Bearbeiten-Modus und wählt Zuschneiden. Nun kann man wieder Anfang und Ende trimmen. Nun muss exportiert werden. Man kann den Namen belassen, wenn man möchte, und einfach auf Export tippen. Nachdem wir den Anfang und das Ende des Films beschnitten haben, schließen wir das Android-Handy an einen Mac an. Um die Daten zu übertragen, brauche ich ein kleines Hilfsprogramm, Dateiübertragung für Android, was kostenlos im Internet erhältlich ist, und können dann im Ordner DCIM unter Kamera die Filme finden
Unsere Videos sind mit einer MP4-Endung. Nun können beide markiert werden und einfach per Drag and Drop auf den Desktop oder den Finder des Macs gezogen werden. Bei Windows ist es wieder gleich wie bei einem iOS-Handy. Steckt ihr ein Android-Handy an ein Windows-Betriebssystem an, so wird es behandelt wie eine SD-Karte oder ein Speicherstick, sodass ihr einfach auf die Videodateien zugreifen könnt. Mit dem Export endet dieses Tutorial. Ich hoffe, wir konnten euch ein wenig helfen und bitte denkt daran, vor einer Veröffentlichung oder Weitergabe müsst ihr Urheberrechte, Persönlichkeits- und Nutzungsrechte klären. Hierfür gibt es auch ein weiteres Tutorial von uns. Viel Spaß bei der Aufnahme!